Ja, hallo hier aus Berlin. Ja, mal eine kurze Übersicht über den Programmablauf. Hier wird gerade die Bühne in Anführungsstrichen aufgebaut. Da wird dann ein kleines Stück zu sehen sein. Hier haben sich mehrere Aktivisten schon versammelt. Es gibt anschließend so gegen 13.30 Uhr ist geplant, dann zum Potsdamer Platz zu gehen, wo es noch eine kleine Abschlusskundgebung gibt mit auch einem Lied der Ode an die Heimat. Ich werde versuchen, so lange wie möglich es geht, hierbei am Ball zu bleiben. Die gucken einfach nicht, wo sie laufen, die Leute. Morgen. Morgen. Wieder da? Ja. Bist du immer noch auf dem Gelände vom Jam? Nee. Nee. Wieso? Martin hat... Warst du das nicht, der da eine Sondergenehmigung bekommen hat, um da zu übernachten? Nee, das war vielleicht Zoltan oder keine Ahnung. Ich war das nicht. Ich hab das gerade mit dir verbunden, als du mir das erzählt hast. Nee. Okay. Aber du bist ja...
hier in Berlin, ne? Ich bin hier in Berlin, ja. Ja, ne? Deswegen war ich ja so irritiert. Ne, dann habe ich das... Verwechselt. Keiner guckt vor, Leute. Nummer 4 jetzt, was das... Ja, weil alle über die Ecke gehen und die sehen zwar das Transparent liegen, aber das Glas selber ist irgendwie zu... Sie ist von kompakt, sie darf das. Vielleicht ein Luftballon oben auf die Gläser kleben. Nein, nein.
Ist mal das Schild weg? Ja, und guck mal, wen ich hier noch entdeckt habe. Mal unsere Freunde vom Volksbegehren Neue Energie für Berlin. www.berliner-energietisch.net. Wir holen uns das Netz und die Energie zurück. Ja, man hat ja gehört hier, wir hatten auch schon mal übertragen hier den Start des Volksbegehrens. Sinn und Zweck der Übung, warum ich jetzt hier mit euch so ein bisschen rumkurve ist. Hier ist ein Transparent, das möchte ich euch noch eben zeigen. Ja, für alle, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, ein kurzer Hinweis. Wir sind hier live in Berlin am Pariser Platz. Fukushima ist überall zum zweiten Jahrestag des Atomunglückes in Fukushima. Ja, auch wir teilen uns heute den zweiten Kanal mit den Kollegen aus Grohnde. Die sind da zur Menschenkette Atomkraft umzingeln. Eine Menschenkette umzingelt das Atomkraftwerk Grohnde in einer Entfernung von 40 Kilometer, diesem sogenannten Radius da, wenn was passiert, dem Evakuierungsradius. Was dann passiert, wenn was passiert, hat man ja bei Fukushima gesehen, wie es da ist mit den Evakuierungszonen. Ja, hier in Deutschland ist es ja halt sehr merkwürdig, dieses